Herzlich willkommen zurück. Heute stellen wir uns dem Finale des ersten DLCs, mit anderen Worten also dem finalen Kampf gegen Meister Maestwitch. Und oh boy, dieser Kampf ist ultra brutal und sehr, sehr knapp. Dann will ich euch aber nicht verraten, lasst mir auf jeden Fall ein Like da für den schnellen Frühsupport und ein Abo und viel Spaß im Video. Ja, herzlich willkommen meine Freunde zurück zu einem neuen Part Lesse Pokémon Schwert Insel der Rüstungs-DLC. Wir wollen heute wahrscheinlich die letzte Sache erledigen, um den DLC abzuschließen, und zwar den letzten Kampf gegen Maestwitch durchzuführen. Im letzten Part haben wir erfahren, oder haben wir den Dünerhonig bekommen und ja, müssen jetzt glaube ich nur noch die Dünersuppe halt eben unserem, mit dem versüßten Honig, unserem Dakuma geben, damit er dann in der Lage ist, ebenfalls Gigadynamaxen. Maestwitch meinte schon zu uns, wir sollen zum Kampfplatz kommen, wenn wir bereit sind, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder ein extremes Level brauchen, um gegen ihn anzukommen, also hoffentlich werden wir es schaffen. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich noch ein bisschen Watt farmen. Es gibt einen gewissen Grund, warum ich das mache. Denn wir haben alle Dignas gefunden, aber es gibt noch eine andere große Quest, die man hier erledigen kann, und zwar das Dojo mit allen Watts zu vervollständigen. Ich hatte lange überlegt, ob ich wirklich vorhabe, das zu machen. Also ob ich wirklich vorhabe, alle Dingens hier, alle Watt hier der guten Frau vom Maestwitch zu geben, um das halt eben kurz zu vervollständigen, das komplette Dojo. Da das aber so viele Watt sein sollten und ich, glaube ich, keine Chance habe, die alle zu bekommen. Wie viel haben wir jetzt hier? 22.000, ist nicht schlecht. Wir brauchen immer 7 Rüstungserze, um diese Watt auf dem schnellsten Weg, wie ich es gerade gemacht habe, halt eben zu bekommen. Und wie schon erwähnt, um das halt eben zu, ja, das ganze Dojo zu vervollständigen, brauchst du, glaube ich, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Watt. Und das ist ein ziemlich, ziemlich langes Farming. Und ich habe eigentlich nicht Bock, wegen dieser einen Szene, die man da mit ihr hat, ja, sogar mit dieser Besonderheit, die man ja hat später, da jetzt richtig rumzufarmen. Zumindest werde ich es so machen, ich werde jetzt gegen Maestwitch kämpfen und die Watt, die ich jetzt erhalten habe, noch ins Dojo reinstecken. Aber dann habe ich auf jeden Fall vor, dieses DLC zu beenden, denn die Dick, das habe ich mir vorgenommen. Jetzt stehen hier zum Beispiel Hopp und Sephora stehen hier auch, oder wie die hieß. Wir werden die Super noch vervollständigen, dann die Watt hier, oder jetzt noch die Watt hier reinpumpen und dann gucken wir mal. Es könnte sein, dass ich vielleicht nochmal einen Part mache, aber bitte nicht darauf legen, das ist ganz wichtig. Sollten wir heute den Typen besiegen und heute auch eindeutig den Hauptstrang vom DLC abschließen, habe ich nicht vor, ist nicht geplant zurückzukommen wegen den Watt hier, um die restlichen Sachen des Dojos voll zu machen. Es kann passieren, aber bitte stellt euch nicht darauf ein. Vielleicht habe ich Bock und mache das mal in einem Stream oder vielleicht mal in irgendeiner anderen Situation privat und fahren noch ein bisschen Watt, denn wie gesagt, du musst Raid-Kämpfe bestreiten, bis du Rüstungserze bekommst, dann zu Mr. Buddle gehen, die ganzen Watt da rausschlagen. Das sollte mitunter die schnellste Methode sein. Ich guck mal kurz rein, ob wir eigentlich genug Heilung und Beleber haben in der Medizintasche, nicht, dass wir dann hier scheiße dastehen. Also Top-Genesung haben wir schon mal. Hypertränke sind auch einige da. Naja, Beleber sind ein bisschen schwach. Wobei, wie viele haben wir denn noch von den normalen? Ja, 9. Aber nur noch 2 Top-Beleber. Kann man von dem Typen draußen Top-Beleber kaufen? Okay, du bist ein Watthändler. Bei dir kann man zwar Heilung holen, aber wir haben sogar 85.000 gerade, das ist ziemlich viel. Ja, bringt aber nicht viel. Schade. Ich dachte eigentlich, dass wir von ihm auch Beleber bekommen können. Dann müssen wir mit den Belebern stehen, die wir haben. Heilung haben wir noch gut. Und da könnten wir auch bei ihm holen, rein theoretisch. Sagen die noch was Neues? Willst du was Beängstigendes hören? Irgendwo auf der Rüstungsinsel soll es eine Frau geben, die all das Training eines Pokémon ungeschehen machen kann. Alles Training. Was, echt? WTF? Weiß ich jetzt nicht genau, von wem die reden. Sollte nicht bald wieder die nächste Arena-Challenge anfangen? Der Meister nimmt immer den Fernseher in Beschlag, deswegen kriegen wir hier nichts mit. Ach so, also machen die, ja cool. Also machen die, wir machen das natürlich häufiger, dann bin ich mal gespannt, wer da als neues, also als nächstes reinkommt und hier teilnehmen zu können, weil wir ja bald fertig sind. Der Typ ist ja auch lieb und hat sich mein EP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen, auf jeden Fall. Nur, mehr von ihm bekommt man leider nicht. Oh Colin, kann ich dir helfen, mein Lieber? Ja, ich möchte jetzt, dass wir weiter Watt ausgeben. Wie viel möchtest du denn geben? 100.000 könnte ich investieren. Wäre geil gewesen. Alles, was ich habe, könnte ich auch reinpumpen. Und ich brauche die Watt für nichts anderes. Also, oder brauchen wir für die Suppe welche? Wäre natürlich scheiße, wenn das so ist, aber eigentlich nicht. Du brauchst nur den Pilz und den Honig. Also investieren wir mal alles. Ja, ja, machen wir. Insgesamt hast du mir bisher 137.235 Watt gegeben. Jetzt, wo ich mehr als 100.000 Watt angesammelt habe, kann ich regelmäßig frische Zutaten hierher liefern lassen. Oh. Hat er das auch am Automaten gemacht, oder wie?
Hi, nee, die ruft wieder an. Hi, spreche ich mit jemandem von Dream Farm? Mein Name ist Enya, ich arbeite im Master Dojo. Ich würde gerne Ihren Lieferservice für Zutaten in Anspruch nehmen. Hm, ja. Okay, wie sieht's denn aus? Und schon habe ich die Bestellung aufgegeben. Das ging so schnell wie ein Ruckzuck-Hieb. Von nun an bekommen wir jeden Tag frische Zutaten geliefert. Ich werde sie im Kühlschrank verstauen. Nimm dir gerne jederzeit was davon. Das ist ja lieb. Also richtig kommunistisch hier. Oder war das Kommunismus? Wenn man, jeder gehört jedem? Ach, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ja. Aber sei kein Mamfaxo, lass auch was für die anderen übrig, ja? Ich habe zwar Mamfaxo als in meinem Haus, also meine Mutter hat doch, glaube ich, ein, also jetzt hier im Game, ja, nicht im Real Life, das ist ein bisschen krank, was ich hier laber. Aber ich glaube, hier in-game hat doch die Mutter von einem Mamfaxo sogar zu Hause, oder? Also die Bibiform von Relaxo. Als nächstes hätte ich an einen Automaten gedacht, an dem man gehaltvolle Getränke kaufen kann. Was hältst du davon? Was ist denn das? Gehaltvolle Getränke. Wie viel willst du da eigentlich haben dafür? Wie viel Watt willst du? Wird das gesagt? Watt geben. Nächstes Ziel, genau. Insgesamt hast du mir 137 gegeben. Wenn du mir noch... Boah, die willst auf 100.000 will die füllen. Watt gibst? Hm. Dann könnte ich in unserem Dojo einen Automaten aufstellen lassen, an dem man gehaltvolle Getränke kaufen kann. Gehaltvolle Getränke? Sowas wie für die Pokémon dann oder was? Bei das Trinken, ja, also so ist die Zink vielleicht und so, ich weiß es aber nicht. Ist ja auch egal. Ihr seht schon, wie teuer der ganze Scheiß ist. Es dauert sehr lange, das anzufahren und ich habe eigentlich keine Energie, das jetzt hier für den Part anzufertigen, weil ich auch generell nicht so viel Zeit habe. Also werden wir das jetzt abschließen, den letzten Kampf gegen Message hoffentlich ohne Probleme gewinnen, dann ein schönes Finale haben und ich komme eventuell für einen Bonus-Part zurück oder lasse das in DLC dann so liegen. Wenigstens die Dicta haben wir ja alle gefarmt. So, der Kühlschrank ist proppenvoll mit Zutaten. Welche möchtest du denn mitnehmen? Früchte, Kumo-Käse, dicker Lauch, Würstchen. Aha, also kann man sich hier rein theoretisch gratis Zutaten für die Gerichte, für die Currys holen, oder? Okay. Aber wir haben ja mit Dakuma schon eine gute Bindung aufgebaut. Und da wir jetzt auch noch neue Calamanero dabei haben, haben wir zwei neue Pokémon im Team, um ein bisschen Frische in den Finalkampf reinzubringen. Und der ist von der Bindung her ja noch nicht so hoch. Aber wenigstens Dakuma. So, also, hey Colin, soll ich für deine Pokémon deine Suppe kochen? Ja, bitte. Welches Pokémon soll die Dinosuppe denn essen? Ich möchte, dass du unserem Valoso die Dinosuppe anfertigst. Das ist ganz wichtig. Der muss das können. Wir brauchen Dynamax-Level. Wenn Valoso die Dinosuppe zu sich nimmt, wird es sich Gigadeling maximieren können. Ich werde also eine Dinosuppe aus 3 Dinerpilzen und einer Wabe Dinerhonig kochen, okay? Ich meine doch, das privat im letzten Part oder vor 2 Parts extrem gefarmt zu haben. In Ordnung. Weil die Pilze kommen nur, wenn du, ich glaube, 3 Kämpfe machst oder so. 3 Dynamax-Kämpfe anfertigst. Dann spawnt irgendwo auf der Insel einer und dann musst du den finden. Und das hat Ewigkeiten gedauert, weil ich 3 Pilze brauchte. Und jetzt ist natürlich auch noch mein... Als ob mein Controller jetzt alle geht. Ich hoffe, der hält noch für den Kampf. Ansonsten werde ich ihn noch anschließen, ganz kurz. Valoso kann sich nun Giga-Dynamaximieren. Wobei, ich werde es jetzt anschließen, weil sonst kommt diese nervige Nachricht. Also bis gleich. Okay, Kabel angeschlossen und nun sind wir bereit, endlich mal Valosos maximale Entwicklung mitzubekommen, wobei das ja keine richtige Entwicklung ist, aber sein letztes Potenzial zu entfalten, und zwar die Möglichkeit zu Gigadeine maximieren. Okay, wurde mir jetzt einfach nur gesagt, man kann es auch einsehen, wenn alles gut läuft, und zwar Valoso Bericht. Du solltest nun Gigadeine maximieren können. Das Rote X, Leute, das wollte ich sehen, und er müsste jetzt auch ein Level haben, oder? Also so Gigadeine Max Level haben, oder kommt das, aber nee, das musst du ihm, glaube ich, so einen Bonbon reinschieben. Diese Dynamax-Bonbons kann man sich dafür holen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch egal. Wir sind bereit. Ich habe auch... Mal ganz kurz nochmal reingehen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen Vorbereitung, aber gehört zu solchen Finalkämpfen immer dazu. Der wird schwerer sein, als gegen den Champion zu kämpfen. Weil der schließlich danach kommt. Du kannst zwar auch, wie gesagt, noch nicht, während du das Spiel noch nicht durch hast, diesen DLC spielen. Dann müssten aber alle Pokémon schwächer sein. Aber hier, weil wir den Champion besiegt haben, sind die Türme auch um einiges heftiger gewesen. Da mussten wir zum Beispiel unser Dakuma eben schon auf Level 75 grundsätzlich machen, was er jetzt auch ist. Okay, Valoso, ich hoffe, du bist bereit. Wir haben auch Platschi. Du wirst auf jeden Fall die Gigadeine-Maximierung entgegennehmen. Aber ich werde dich erst gegen Ende rausholen. Wir werden mit Platschi und Entington vorpushen und versuchen, alles zu holen, was nur geht. Wir legen los. Wir waren schon mal hier. Nur einmal. Und das war der Kampf gegen Sephora. Da haben wir auch Message hier gesehen. Das war so die Hälfte des DLCs. Der ging schon ordentlich. Es ist kein schlechter DLC. Und nun werden wir ein zweites Mal diesen heiligen Kampf Plaza betreten dürfen. Ansonsten nicht, wo wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen. Gegen Message selber kämpfen müssen. Ein drittes und letztes Mal. Du hast es aber eilig, Colin. Lass uns doch erstmal in Ruhe plaudern. Ja, klar doch. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal gucken, ob man noch was looten kann, aber es sieht wohl nicht so aus. Gut, Message. Das erste Mal, als ich ins Dojo kam, da hast du natürlich mit keinerlei Motivation gekämpft, einfach nur so, um halt mal zu prüfen, wie gut ich bin. Beim zweiten Mal dann im Turm, wo wir nur mit Dakuma kämpfen durften, da hat er schon sein wahres Ich gezeigt, aber auch da hat er natürlich
nur mit der Mission gekämpft, um eben meinen Dakuma zu stärken. Dieser wird aber ein voller Kampf auf ebenbürtiger Stärke. Er will gewinnen. Wir aber auch. Na, bist du bereit, gegen mich zu kämpfen? Aber sowas von, das wollte ich hören. Dann begeben wir uns mal zum Schauplatz des Kampfes. Gucken alle zu. Hopp hat doch gesagt, er will, will mich anfeuern. Und auch Sephora, die Gute. Noch hat sie was Gutes zu machen und ich finde so, vom Aussehen her geht es schon gut los. Hoffentlich geht die Art irgendwann klar. Weißt du, was mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist? Selbst wenn es nur durch ein Missverständnis zustande gekommen ist. Und dann klingelt auf einmal meine Oma bei mir im Zimmer, weil sie sich vergriffen hat bei der Klingel. Weil normalerweise muss sie das ja nicht machen, hat ja einen Schlüssel. Ist auch egal, welche ich zu tief reingehen. Ich hoffe, wir werden nun kein weiteres Mal unterbrochen. Das ist schon das zweite Mal einmal durch meinen Controller und nun auch noch durch, ja, Familienbeziehungen mehr oder weniger. Hoffen wir, dass es aber während dem Kampf alles gut geht. Ich bin heilfroh, dass es dich zu uns ins Dojo verschlagen hat. Das freut mich auch, das zu hören von dir. Ein dickes, fettes Schankedön an dich, Colin. Ja, Schankedön war eines der ersten Male, wo er schon, wo man schon gemerkt hat, ja, der Typ ist eine, wie hat er sich selber genannt? Eine Gurke? Gurkewurst, keine Ahnung, irgend so eine, irgendeine Wurst hat er auf jeden Fall gesagt, ja. Ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Kämpfe gegen starke Gegner wie dich halten einen jung. Nicht, dass ich alt wäre, aber es kann nie schaden. Ja, bist ja recht sportlich dafür mit deinen ganzen Saltos, die du im Turm gemacht hattest und mit deiner richtigen Masche, die du da drunter hast. Man kann es sogar schon sehen, der hat ja nur eine Jacke über. Dieses gelbe Shirt hat er ja schon da drunter. Dann wollen wir mal. Möge die größte Gaudi aller Zeiten beginnen. Ja. Deon kam noch nicht zu dieser Situation. Der hat ja aufgegeben. Beim Turm, habe ich doch gehört, irgendwie so. Also werden wir nun einen Kampf gegen den Dojo-Meister haben, den wir die wenigsten selber gemacht hatten. Los geht's. Da sieht man seinen richtigen Aufschwung und er hat 6 Pokémon dabei. Es wird kein einfacher Kampf. Ich weiß nicht, wie krass die Pokémon sind. Kampf-Pokémon machen viel Schaden und sind gut gegen normale Pokémon, aber wir haben kein normales Pokémon im Team. Und falls doch, dann werde ich es nicht rausholen, aber eigentlich nicht. Im Angesicht eines starken Kampfgegners wie dir kocht mir vor Aufregung alles. Der Zeitpunkt ist gekommen. Zeig mir, was das Training aus dir und deinem Pokémon und deinem Team gemacht hat. Level ebenbürtig. Ich glaube, die Pokémon werden stärker und stärker und stärker. Als werden, wird ja die meisten meiner Pokémon outleveln später. Machen mir schon Sorgen drum. So, also Dynamaximieren machen wir natürlich erstmal gegen Ende. Er fasst sich ein bisschen Energie. Wir machen einen Präzisionsschuss, der genauso auf die eigene Kraft und Ruhe aufbaut. Das möchte er ja immer. Er hat einen Murgelhieb eingesetzt. Oh mein Gott, Alter. Ist er denn generell schneller als wir, oder nicht? Nee, er ist langsamer als wir. Aber Murgelhieb hat natürlich die Erstschlaggarantie. Hauen wir dich raus. Und der Präzisionsschuss ist schon mal genug Schaden am Anfang. Nahkampf macht sehr, sehr viel Schaden und ist auch brutal heftig, aber er wird dadurch auch sehr stark geschwächt. Durch die Binde meiner Pokémon halte ich aber auch durch. Er ist dadurch natürlich jetzt sehr, sehr krass gesunken. Wir besiegen ihn jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, er macht keinen weiteren, weil ich muss jetzt direkt schon heilen. Und möchte nicht auswechseln direkt schon. Ich hoffe, er macht nur nochmal einen Mogelhieb dann oder sowas. Ne, das geht auch nur am Anfang des Kampfes, oder? Weiß ich gar nicht, ist auch egal. Wir setzen einen Hypertrank ein. Ich glaube aber, der Hypertrank, der heilt mich nicht komplett. Bedeutet in anderen Worten, wenn er dann nochmal einen Nahkampf macht, bin ich garantiert tot. Na, was, warte mal, fühlt immer denselben Effekt wie Toppeleber. Kann man nutzen? Wir haben ja noch einen Honig übrig gehabt. Ja, ich weiß es nicht. Ich riskiere jetzt meinen Hypertrank und hoffe, dass er nicht noch weiteres Mal Nahkampf zieht. Wäre scheiße. Weil das trifft garantiert und schwächt ihn halt. Ich muss mich aber heilen. Ansonsten weiß ich, mit was für eine Schippe er spielt. Der macht halt so viel Schaden. Er macht nochmal Nahkampf. Ja, dann sind wir jetzt tot oder hält nochmal durch, aber das, nee, das geht nur einmal gut. Ja, das ist natürlich scheiße, dass es die ganze Zeit einsetzt. War klug gelöst, wenn der ist ja schon tot gefühlt. Sprich, er kann nur einen Nahkampf einsetzen, wie er lustig ist, seine Verteidigung zu senken. Ändert nichts mehr daran. Dann werde ich in Entiken rangehen. Er ist ja auch ein Kampf-Pokémon, sprich, Nahkampf ist nicht so stark gegen mich und wir haben aber noch andere Attacken drauf, als einfach nur diesen Spaß. Also Laubklinge mit Volltrefferquote. Das sollte ich überleben eigentlich. Ja, ist sogar normal effektiv gegen mich. Das finde ich komisch, weil Nahkampf war doch eigentlich Kampf, oder nicht? Dann ist er jetzt garantiert tot. Durch meinen. Es müsste auch ein Volltreffer werden, klar. Verteidigung ist tot, er stirbt auch. Volltreffer, klar. Wir wissen, wie Entington drauf ist. Du hast wohl das Glück gepachtet. Das macht es umso verlockender, dich zu besiegen. Bei Entington, das ist kein Glück mehr. Entington ist mein Lotteriekind einfach. Trifft jedes Mal Volltreffer. Wegen Item und Grundfähigkeit schon. Für mein armes Platschi kann leider die Erfahrungspunkte nicht mitnehmen. Kramor kommt nun. Flug-Pokémon. Da. Was habe ich denn da noch? Flug-Pokémon. Habe ich da nicht. Also, das sind auf jeden Fall. Also, Elektro-Attacken sind vierfach effektiv, oder? Leider habe ich kein Pokémon dabei, was da in der Richtung mithalten könnte. Nur Rocky, was auch stark ist gegen Flug-Pokémon. Also, sollten wir Rocky rausholen. Und ich werde auf jeden Fall die Situation nutzen, um mein Platschi, ja, doch mit dem Top-Erleber wieder zurückzuholen. Weil das brauchen wir. Hat gut Leben. Es ist ein starker Angriff gewesen, der Nahkampf. Verstehe ich vollkommen, aber der hält mehr aus. Wir brauchen ihn.
So, outlevelt er mich jetzt schon? Anspannung von Kramor wirkt. Okay, keine Bären kriege ich mehr runter. Das ist nicht so schlimm. Ja, levelt mich jetzt um ein Level. So, also sowohl Brandstempel als auch Steinhacke ist sehr effektiv. Ich werde aber mit Brandstempel kommen. Aber der Attacke ist stärker, steht ja da. Mit brennendem Körper, je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Dann sollten wir doch Steinhacke lieber einsetzen. Aber ich heile jetzt erstmal. Ich hoffe, der setzt jetzt nichts ein, was mich irgendwie übel schädigen kann. So, komm du zurück. Wir brauchen jeden einzelnen. Er kann keine Top-Eleber einsetzen. Wenn es mal dazu weit kommt, dass sie auch Beleber einsetzen können, das finde ich nice. Das ist stark gegen mich, als ob. Okay, hat doch noch was sehr Starkes gegen mich drauf. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit kann fatal sein, so wie in diesem Fall jetzt. Ja, was soll ich denn machen, Kumpel? Ich habe mir gerade geheilt und du hast mich ausgenutzt. Du hast ausgenutzt, die Situation. Das wird ein schwieriger Kampf. Wir könnten sogar hier drauf gehen. Das erste Mal. Er ist doch so schnell. Ja, ich kann einmal Angriff einsetzen, danach bin ich fast tot. Ich halte keinen weiteren Move mehr aus. Wir haben viele Leben, wir sind ein Tank, aber dass der jetzt Body Press drauf hat, das hat mich natürlich jetzt auch bekommen. Und ich dachte, das ist sehr effektiv. Oder das ich gesagt? Ah, nee, das ist normal effektiv. Okay, verstehe. Ja, ich komme mir gegen ihn nicht an. Der hat Attacken drauf, gegen die ich nicht genug Schaden mache. Er ist schneller als ich. Ich kann mich zwar heilen, aber er wird wieder den Move schaffen. Ich muss irgendwie meinen Pokémon jetzt eine Initiativerhöhung geben. Und ich habe nie gedacht, dass ich so spielen muss, aber das ist natürlich logischerweise einer der brutalsten Kämpfe, die wir gemacht hatten bis jetzt. Ich könnte Platschi jetzt wieder rausholen, weil der ja jetzt gerade steht. Oder Kramor selber. Aber ich habe einfach kein Pokémon, was stark genug ist. Meine ganzen Pokémon sind angefragt schon. Zwei. Der Entinken kann nicht verwendet werden. Ja, momentan kommt mir nur Platschi in den Sinn oder Baloso. Wird mehr Leben von beiden. Baloso hat um einiges mehr Leben als Platschi. Das könnte man nutzen. Und dann heile ich ihn später nochmal oder so. Weil er ist ein Tank und er macht... Er hat halt den Finstertreffer, der sehr viel Schaden machen könnte. Aber ich würde ihn eigentlich gerne aufheben. Aber sowas wie Durchbruch könnte Schaden machen. Eine direkte Attacke einsetzt, trifft diese auch dann, wenn sich das Ziel selbst schützt. Okay. Verborgene Faust ist das. Ich muss direkt jetzt schon zu meinem Pokémon, was eigentlich am Ende gespielt werden soll, zum schönen ebenwertigen Finale rausgehauen werden. Aber geht nicht anders. Ja, mal klar, dass er nochmal Body Press einsetzt. Das ist doch nicht effektiv gegen mich, oder? Doch auch. Hä, was ist das? Was ist für eine Attacke? Gegen was ist das gut? Weil die haben doch nicht den gleichen Typen. Oder ist das gut gegen Unlicht? Ja, da haben wir verloren. Ich kann ja nicht gleich. Kann ich flüchten oder so nochmal? Ich kann flüchten, weil es macht keinen Sinn jetzt. Kramor ist zu stark irgendwie. Ich wusste nicht, dass das Unlicht ist. Ich kenne mich in Pokémon auch nicht so stark aus halt. Ich weiß nicht, welche Attacke das ist. Ich kenne Body Press nur vom Namen her. Macht jetzt keinen Sinn, ich kann ihn direkt wieder wechseln jetzt. Es macht keinen Sinn, einen Angriff zu starten. Ich habe mich jetzt nur sinnlos anhitten lassen. Es muss eigentlich Platschi sein, der jetzt hier richtig ist. Ich muss mich jetzt hier durchhassen. Ich muss jetzt hier. Leider wird ja nicht gesagt, gegen was das Pokémon gut ist und so, gegen das ich jetzt kämpfe. Wir müssen hoffen, dass das gut geht. Ich brauche einen Tank, der vorne ist, um meine ganzen Pokémon hochzuheilen. Das ist mal ein Pokémon tot einfach. Weil er macht nur Body Press, dann bin ich tot. Ja, das Stoßflug jetzt ein. Das ist aber interessant. Warum hat er das jetzt gemacht? Er macht auch so viel Schaden. Fehlt aber auch einiges an Schaden selber dadurch. Ja. Wir könnten jetzt einen Präzisionsschuss einsetzen und das muss ich auch machen. Wir sind ja hoffentlich schneller. Ja, sind wir auch. Und wir hoffen, dass er stirbt dadurch. Er hat viel Schaden bekommen. Es ist auch viel Schaden, den wir jetzt machen. Ja, macht genug Schaden. War ein Volltreffer zum Glück. Dadurch fällt er. Das ist gut. Also auf jeden Fall müssen wir uns merken, Klatschi gegen Kramor ist ganz wichtig. Er muss überleben, alle steigen im Level, das ist gut. Wir kriegen auch viel Erfahrungspunkte, weil die Kämpfe brutal sind einfach. Was kommt nun? Luxtra, ich weiß nicht, was Luxtra. Das war ein Elektro-Pokémon, oder? Ja, muss ich direkt wechseln. So, sowas wie Rocky muss ich wechseln eigentlich. Aber. Oder Entinken halt. Entinken könnte auch ein bisschen was stehen. Ich muss Rocky aber direkt heilen. Also ich muss ihn reinholen und muss direkt heilen dann. Weil ich habe noch nicht gegen Luxtra gespielt, aber ich glaube, dass das Gestein in Ordnung ist gegen Luxtra. Und wir sollten noch schwerer sein. Also direkt eine Top-Genesung rein. Damit wir weiterkämpfen können mit Rocky. Ihr solltet jetzt, wenn die Heilung kommt ja immer zuerst. Okay, ja genau, es ist ein Elektro-Pokémon. Also Kramok hat gar keine Chance. Angriff sinkt von mir, das ist nicht gut. Aber er müsste ja um einiges schwerer sein. Ich hoffe, das macht Schaden. Weiß ich nicht ganz genau. Okay, also. Heilung erstmal. Eine Top-Genesung bitte für meinen Rocky. Wir brauchen die Leben. Um jeden Preis. Hab noch nie eine Top-Genesung gespielt, aber die heilt mich halt eben voll. Das brauchen wir jetzt. So, er ist mir dankbar dafür, das freut mich. Stromstoß. Ist das gut gegen Stein? Nee, oder? Macht aber auch viel Schaden. Ich hoffe, wir kommen nicht in die Paralyse. Wir halten das vielleicht 3-4 Mal aus. Er kriegt aber Rückstoßschaden rein. Das ist gut. So machen wir wenigstens ein bisschen passiven Schaden gegen ihn. Und nun machen wir mal einen Brandstempel rein. Er wird nochmal angreifen können, garantiert ja. Aber ich sehe schon, er kann nur das einsetzen gegen mich. Wir überleben nicht nochmal. Ich muss eigentlich nochmal heilen. Weil er ist so weise, die Pokémon machen einfach viel zu viel Schaden gegen meine.
Ist auch nicht wirklich krass. Ich muss das zweimal einsetzen. Ich muss nochmal heilen jetzt. Und hoffentlich... Wir müssen jetzt nochmal gegenheilen. Sehr, sehr stark. Top Trank. Für die KP eines Pokémon wieder... das stimmt, die Top Genesung macht ja auch... Ja genau, wir haben noch genug. Wir haben noch genug Heilungen. Noch nie einen so spannenden Kampf gehabt. Er wird nochmal durch ein paar Stromstöße, wird er nochmal Rückschussschaden bekommen. Und dann können wir ihn eventuell mit dem nächsten Brandstempel töten. Wir müssen es nur aushalten. Er kann nur das einsetzen. Er darf jetzt nicht kritten oder sonst was. Ja, geht runter. Perfekt. Ich müsste jetzt rein theoretisch die Situation nutzen und müsste jetzt versuchen, ein anderes Pokémon zu heilen. Aber ich muss ihn töten. Er macht sonst wieder zu viel Schaden gegen mich. Wenn ich jetzt heile, ich überlebe keinen weiteren Move. Ich müsste meine Defense ja rein theoretisch stärken. Hätte Teerschuss machen können. Das würde mehr Schaden machen. Aber machen wir das so. Er ist ja nochmal dran jetzt. Wir können nochmal Rückschussschaden rein und dann holen wir ihn. Dann holen wir ihn. Jetzt muss er sterben eigentlich. Ansonsten ist es todeslächerlich. Weil wir haben vorhin genug Schaden gemacht und ich bin ja nicht schwerer geworden. Okay, Luxa ist down. Wir müssen auf jeden Fall jetzt heilen. Wir müssen eine Heilungsrunde einplanen, ansonsten sterbe ich am Ende. Gibt er natürlich nochmal viele Erfahrungspunkte und meine Pokémon leveln gut hoch. Das ist super. Wolverock, ich weiß nicht, was das für ein Pokémon war. Könnte auch ein Volt-Pokémon sein. Wolverock. Aber gerade eben sieht es gut aus mit ihm. Ich glaube, er ist nicht für diesen Typen, den ich habe vorbereitet, oder? Hat noch ein Pokémon mit Full Life? Kramor. Könnten wir versuchen, aber wenn Wolverock... Ich muss es mal kurz googeln im besten Fall, weil ich will jetzt keinen falschen Zug machen. Okay, Wolverock, weiß ich jetzt, wer das ist. Ich werde mal Kramor nehmen, da wir mit Stahlflüge gegen ihn stark sein sollten. Problem ist aber, er hat, wir haben auch eine Schwäche gegen Stein. Wegen unserem Flugtypen. Und wegen dem Stahltypen punkten wir jetzt wieder. Ich muss also die Heilung, muss also Kramor auch ganz kurz als Heilungsrunde wählen. Ich muss sämtlich meine Pokémon erstmal zurückholen, ja. Hier sehr effektiv ist jetzt zum Beispiel Stahlflügel. Er hat dann noch drei Pokémon. Ich werde jetzt erstmal natürlich, wie schon erwähnt, die Heilung in die Wege leiten. Der erste Top-Trank geht an, oder... Setze ich einen Hypertrank ein gegen dich, 170? Ja, das geht gut auf. Ich werde einen Hypertrank für, Entikten einsetzen. Das könnte gut was bringen. Und dann werde ich Rocky hochholen und Platschi auch, und dann stehen wir wieder recht gut. Nutzen wir das. Das Team aufpushen. Ich hoffe, er macht keine zu krassen Gesteinsattacken. Er setzt Tarnsteine ein. Okay, das ist eine gute erste Zwischenrunde. Muss ich aufpassen. Macht viel Schaden gegen gewisse Pokémon. Kommt aber auf den Typen an. So, wir können das nutzen, da er das eingesetzt hat. Und wir können jetzt dadurch nochmal eine weitere Heilung machen. Und zwar setze ich eine Top-Genesung für... Oder? Nee. Wir setzen noch einen weiteren Top-Trank ein für Platschi. Oder für dich. Ja, für Barloso können wir auch machen. Ich werde nochmal Platschi versuchen zu heilen, bevor wir jetzt Barloso heilen. Hoffentlich würde mich jetzt nicht vorne one-hitten oder so, ansonsten konnte ich zwei Pokémon hochziehen, das ist immerhin etwas. Ja, Stein kann da, der doch so viel Schaden machen. Ah, nee, doch nicht. Ich habe nämlich gerade schon gefragt, dadurch, dass wir eben den Stahltypen als zwei Typen haben und er offensiv eine Schwäche gegen Stahl hat, gleicht das aus mit meinem Flugtypen und seine Flugattacken sind nicht mehr effektiv gegen mich. Dann nochmal eine letzte Heilung, bevor ich mich selber heilen muss wahrscheinlich. Und zwar heilen wir Valoso. Geht gar nicht anders. Muss ihn zurückholen. Okay, meine Pokémon stehen wieder. Halt ein bisschen durch. Er wird häufiger Steinkante da einsetzen, ja. Er wird so lange machen, wie geht. Ja, ich muss mich jetzt eigentlich auch wieder heilen. Das ist das Problem. Ich kann nicht mehr angreifen. Aber Hypertrank sollte reichen erstmal. Zumindest für die meisten Leben, oder? 120 sind es oben drauf. Da sind wir genau bei 200 Leben. Er macht, glaube ich, mehr als 200 Schaden. Also ist sogar ein Top-Trank notwendig hier. Und dann kann ich nochmal einmal angreifen mit Kram und mein Bestes geben. Meine ganzen Pokémon sind wieder full life. Aber ich kann mich nur gegenheilen, weil er hat perfektionierte Angriffe. Er ist ein perfekter Angriffs-Pokémon, die viel Schaden machen in sämtlichen Typen. Er hat ein sehr, sehr starkes Team. Und wenn er nur reinkriegt, bin ich schon geliefert. So, okay. Dann wird es nun Zeit. Ich kann seine Initiative senken, weil der ist bestimmt schneller als ich, oder? Ja, natürlich ist er schneller als ich. Ja, dann bringt aber die Initiativsenkung jetzt auch nichts mehr. Ich kann noch einmal den Stahlflügel einsetzen. Das ist aber sehr stark. Das ist perfekt. Dann werde ich ja mal gegenheilen. Ah, die Grundlage hast du offenbar gemeistert, aber zum Siegen gehört noch mehr. Okay, perfekt. Er hat nicht viele Leben. Das ist ein krasses Pokémon mit viel Angriffsschaden. Zum Glück, ich verliere halt so viele Top-Tränke, können wir ihn gleich holen. Geht gar nicht anders. Ich möchte jetzt auf keinen Fall einen Tod provozieren. So, er wird mich wieder zu den 87 Leben runterkriegen, aber ich kann wenigstens Angriff tätigen nun. Und er macht jetzt einen Fehler. Oder er heilt sich, vielleicht heilt er sich jetzt auch. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Macht er aber nicht. Er setzt Knuddler ein. Das war sein Fehler. Das war ein großer... Ich wusste, er macht einen Fehler. Oh, unser Lack gerade eben. Ich weiß nicht, warum.
ob man das gemacht hat. Und das verfehlt, als ob, Alter. Ey, das ist so ein Betrug, ich kann es nicht glauben. Was ist das für eine Genauigkeit? 90. Mach nochmal Knuddler am besten. Vermacht wirklich nochmal. Aber vielleicht ist Steinkante einfach aufgebraucht, das kann sein. Vielleicht kann eine Steinkante nur 5 mal einsetzen oder so. Ich ausgerastet jetzt, wirklich. Okay, wir stehen. Er ist down. Wir freuen uns darüber, perfekt. Was für ein Kampf. Okay, wir haben die Steinkanten gefressen, Alter. Wir sind einfach der lebende Tank, der Attacken wegfrisst hier. Was ist das? Okay, was kommt nun? Grandiras. Auch da weiß ich leider nicht, was es für ein Pokémon ist. Und es ist wichtig, hier zu wissen, mit welchen Typen wir es zu tun haben. Okay, Grandiras analysiert. Man kann es schon teilweise als Cheaten sehen. Aber natürlich kannst du auch, wenn du jetzt in einem normalen Kampf bist, dich natürlich währenddessen hinsetzen und mal kurz nachgucken, was das Pokémon drauf hat. Das gehört ja dazu, sich über den Gegner auch bewusst zu sein. Ich würde mit Platschi reingehen. Das werde ich jetzt machen. Weil ich glaube, mit Eisattacken können wir was gegen Drache machen. Ich weiß noch, dass auch Eis gut war gegen Drache, und Grandiras hat wohl als Nebentyp den Drache. Aus diesem Grund, weil, glaube ich, Kampf und Eis sich nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ja, jetzt kommen natürlich Tarnsteine, beißen, sollte ich eigentlich mit Eisstrahl ganz genau was machen können. Wir sind sogar schneller, weil er ist halt sehr, sehr schnell, und das sollte genug Schaden machen, um signifikanten Schaden gegen ihn zu machen, null. Das war gerade total scheiße formuliert, aber egal. Er setzt den Seelentanz ein, was macht das? Er ist ja stärker, oder was? Angriff steigt, Verteidigung steigt auch, okay. Was ist das denn für ein Move? Hier, alles steigt. Ah, aber er verliert aber viele Leben. Interessant. Dann sollte er jetzt tot sein. Wir müssen mal kurz gucken. Ist denn mein Maloso Full Life? Ja, mein Maloso ist Full Life. Ich könnte mit ihm machen. Ich weiß noch nicht, welche Attacken denn gut gegen ihn sind. Ich würde einfach mit Unlicht kommen. Das sollte genug Schaden machen, oder? Ansonsten muss ich mit anderen Pokémon, die dann noch stehen, wie mit Full Life Platschi fast, mal was versuchen. Er sollte ja nicht schneller sein, oder? Doch, er ist schneller. WTF? Ah, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ich weiß nicht, was es ist. Warum er schneller auf einmal ist als ich. Er wird doch gerade noch langsamer. Ich verstehe es nicht. Das kannst du jetzt nicht bringen. Den Sinken will ich doch gerne aufheben. Ich könnte versuchen, mit Quali ein bisschen einen Angriff einzusetzen, weil wir mit sehr effektiven Flächenattacken einsetzen können. Genau, wir können mit sehr effektiven Psychoangriffen reingehen. Aber Quali wird im Finalkampf nicht viel machen können. Also werde ich versuchen, mit Quali einen Hit reinzugeben, weil der so viel Schaden macht. Ich könnte höchstens jetzt die Heilung einsetzen. Naja, Flächenmacht. Trifft 100% nicht, oder? Ja. Aber wir werden nicht schnell genug sein. Er wird nochmal einen Angriff einsetzen, oder? Ja. Das ist auch ein so starker Angriff, weil die ganzen Pokémon sterben dadurch. Ja, das ist... Kacke. Von der, er schwächt sich dadurch, aber das bringt nichts, wenn ich nicht zum Angriff komme. Ja, haben wir jetzt verloren, oder was? Weil das Pokémon jedes seiner Pokémon one-hitten wird, oder wie? Werden wir jetzt so sterben? Weil mein Platschi gewonnen wurde. Ich müsste also meinen Rocky Full Life machen und müsste mit Rocky versuchen, es zu beenden. Auch wenn Brandstämme nicht viel Schaden macht, sollten wir ihn ja holen, oder? Oder mit Valoso. Vielleicht überlebt er das auch. Er ist halt zu schnell. Ich werde keinen Angriff riskieren. Weiß ich, wie viel Schaden das macht. Weiß ich, was für ein Typ der Angriff ist. Wie kriege ich jetzt Schaden durch spitze Steine? Ich fliege doch. Das ist ja nochmal lächerlich. Soll ich jetzt machen, wenn es wie folgt? Ich werde jetzt heilen. Weil der Einzige, der es überleben könnte, wäre Rocky wahrscheinlich. Deswegen werde ich Rocky Full Life machen und werde hoffen, dass er das überlebt. Dass er den Angriff überlebt. Aura Sphäre setzt er ein gegen mich, also nicht gegen den anderen Angriff. Ja. Kam aus Auftritt. Am Ende muss er nur noch ein Pokémon überleben. Das ist ja wichtig, weil ich versuche, einen fairen Kampf zu haben. Gut, also Rocky ist Full Life. Ich werde jetzt reingehen und hoffen, dass ich ihn mit Branestempel hole. Ich hoffe es. Wenn der jetzt auch One-Hit ist, dann... Dann ist es einfach ein unfairer Kampf. Soll ja nicht viel Schaden. Wieso macht das so viel Schaden nämlich? Ich bin auch vom Typ Gestein. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Also, Brandstempel trifft doch immer, oder? Ja. Das müsste doch den letzten Schaden machen. Komm, der kann mich doch richtig holen. Oh, das ist stark gegen mich. Das ist stark gegen mich, okay. Wusste ich nicht. Oh mein Gott, Alter. Wie soll denn alle Attacken drauf gegen mein Team perfekt sind? Ich kann nichts machen. Meine ganzen Pokémon werden one-hitted. Ich kann nur Valoso rausholen jetzt. Ihn versuchen zu treffen. Und dann muss ich mit Ending Dynamaximieren und hoffen, dass er irgendwas gegen Valoso machen kann. Weil er wird auch sterben jetzt. Ich weiß, dass Ending sterben wird, weil der Defense nicht gut steht. Ich kann nur Valoso rausholen. Muss irgendwie hoffen, wenn jetzt Dynamaximieren vielleicht sogar schon, um mehr Leben zu haben. Und dann, ja, keine Ahnung. Es geht nur so, oder? Durchbruch könnte. Ich könnte es versuchen. Weil der ist sehr schnell. Oder ich Dynamaximiere halt gegen ihn. Aber was bringt das? Ich weiß nicht genau, was für ein Typ Valoso ist und was stark gegen Valoso wäre. Ich müsste ja da Ending mit der Pflanzenattacke vielleicht verwenden. Ja, werde ich wahrscheinlich auch machen.
Er ist wieder schneller als ich. Das kann nicht sein. Dieses Ausfähre so stark. Das ist alles. Oh, ich lebe noch. Zum Glück lebe ich noch. Aber nur, das ist das einzige Pokémon, was noch zum Glück durch die Liebe überlebt hat. Sonst hätte ich es verloren wahrscheinlich. Okay, er ist tot. Sogar ein Volltreffer gewesen. Ja, Veloso kann das für leider nicht machen. Ich kann ihn nicht Giga Dynamaximieren lassen. Weil sein Team so brutal ist. Jetzt sind alle meine Pokémon so tot. Ich kann nur Entikten aufs Feld holen und hoffen, dass ich mit seiner Dynamaximierung, dass ich gegen ihn gewinne. Und das glaube ich aber nicht. Weil wir sind beide vom Typ Kampf, das ist gut. Und Wasser ist gegen meinen Kampftypen normal effektiv. Also werde ich hoffentlich mit Entikten das machen. Ich könnte versuchen zu heilen. Aber ich werde mit Entikten reingehen. Auch die Schlüsselstände werden auch gegen ihn Schaden machen. Das ist halt das Fiese jetzt. Aber wie viel Schaden ist die Frage? Jetzt packe ich meine stärksten Attacken aus. Hoffentlich wirft dich das nicht aus der Bahn. Du hast mich schon aus der Bahn geworfen. Du hast mich schon aus der Bahn geworfen. Das sieht sogar wahrscheinlich anders aus, oder? Aber nur leicht. So. Aber nicht viel Schaden. Das ist gut. Wir werden nun Giga Dynamaximieren maximieren müssen. Ich könnte Eisenabwehr davor reinmachen. Aber wird dann schon einen Angriff einsetzen, der sau stark ist. Also normalerweise bin ich zuerst dran. Aber er wird direkt Giga Dynamaximieren maximieren. Sprich, er ist direkt dran und greift doch an. Ich überlebe das nicht. Ich muss auch Giga Dynamaximieren maximieren und werde dann... Ich habe dann die Dünerwahl hier. Scheitert eventuell über Wiederholungen. Ich könnte, habe ich irgendwie... Warte mal kurz. Habe ich irgendwie ein Item, was mich vielleicht... Was meine Defense verstärkt? Irgendwie krass. Weil ich muss in die... Ah, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Dann müsste man eigentlich direkt in die Flora rein. Ich könnte höchstens mal zwischendurch versuchen. Ebenfalls, ich könnte höchstens mal zwischendurch versuchen, das mir zu, als Boost zu geben halt. Ich würde auch währenddessen versuchen zu heilen. Bis er den drei Runden ausgelaufen ist. Also ich hoffe, ich hätte nicht gewonnen von ihm, weil das wäre auch bescheuert. Weil ich bin ja jetzt auch... Ich bin jetzt zwar nicht gegiert in der Max jetzt, ne? Wäre cool gewesen, hätten wir einen fairen Kampf gegeneinander gehabt. Aber es ist halt ein schwieriger Kampf. Und ich kann... Ich habe nur noch ein Leben. Ich müsste ihn heilen davor. Und das dauert zu lange. Und ich weiß nicht, wie stark ich jetzt... Ich weiß nicht, wie stark Veloso gegen Veloso selber ist. Deswegen, also... Keine Ahnung. Fühle ich irgendwie nicht. Deswegen mache ich es nicht. Wir machen das so. Dynamax gegen Gear Dynamax. Er ist stärker als ich. In allen Punkten. Aber wir machen auch Volltrefferangriffe. Hoffentlich zählen die auch bei... Der Giga Dynamax Form? Ich weiß es nicht ganz genau. Giftschweiß setzt er ein. Ja, er greift direkt an, oder? Ist das stark? Nee, ist es nicht. Okay. Aber das vergiftet mich doch bestimmt, oder? Giftschwall steigt dadurch aus. Das ist ein Nebenboost. Setzt die Dynaflora ein. Die ist nicht so stark, aber effektiv gegen ihn. Tankt ja auch weg. Problem. Das ist ein großes Problem. Ich müsste mir jetzt, also rein theoretisch, jetzt müsste ich mir eigentlich den Verteidigungsboost geben. Um mich heilen. Aber ich muss die Angriffe eigentlich durchziehen. Er wird auch geheilt dadurch, sehe ich gerade. Aber ich auch, oder? Genau. Ja, also ich überlebe zwei weitere Angriffe. Ich müsste mich mit der Verteidigung stärken. Aber wenn wir das so aufrechterhalten und er setzt keinen anderen Angriff ein, dann haben wir es. Das heißt, die Dünner Faust, die ist auch sehr stark. Die habe ich auch, oder nicht? Ja, die ist stärker. Das ist ein Problem. Dadurch werden wir verlieren gegen ihn. Weil er ist schneller als ich, das ist das Problem. Wir werden ihn nicht holen. Ich muss jetzt rein, theoretisch muss ich jetzt... mein anderes Pokémon heilen. Oh, das war ein Crit, oder? Das war ein Crit. Das hast du jawohl, endlich. Du hast es geschafft durch den Crit, Alter. Sonst hätte ich nämlich mein anderes Pokémon heilen müssen in der letzten Runde. Hätten wir geschafft. Und dann hätte ich, weil er ja angefrackt gewesen wäre, hätte ich mit meinem anderen Pokémon, mit Veloso, ihn töten müssen, während seine Gidenemex-Form aufgehört hätte. Okay, wir haben es geschafft. Aber es war unglaublich knapp. Zum einen haben wir Glück gehabt, weil wir gerade gekrittet haben. Aber ich dachte gerade schon, wo bleiben denn die Crits? Du tust doch für jeden Angriff reingekritten, Entiken. Warum hast du es hier nicht geschafft, so? Das war, da habe ich mir gerade Sorgen gemacht, extreme drum. Aber er hat es am Ende noch geschafft, weil sonst wäre es knifflig geworden. Ich hätte, wie gesagt, Veloso wiederbeleben müssen und hätte, also Leben geben müssen und weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Heftigster Kampf im gesamten Spiel bis jetzt, ne? Kann man jetzt mit Abstand sagen. Das sieht man auch an den Pokémon, die alle gestorben sind. Aber vor allem dieses eine Pokémon, wo der diesen Move eingesetzt hat, wo er viele Leben verloren hat, aber auch überall besser wurde. Also wo auch seine Angriffe geboostet wurden und dann diese Angriffe, die dieses Pokémon drauf hatte, dieses Drachen-Pokémon. Es hat einfach jede meiner Pokémon gewonnen. Auch Veloso wäre gestorben, was ich einfach nur abnormal lächerlich finde, in meinen Augen. Dadurch, dass Veloso auf jeden Fall durch die Freundschaft überleben konnte und auch Entinken durch den Volltreffer ihn jetzt besiegen konnte, haben wir es geschafft, ihn aufzuhalten. Aber es war unglaublich heftig. Aber es war die richtige Überlegung, hier auf jeden Fall in meinen Augen Entinken Giga Dynamax zu lassen. Stärke kommt und geht. Sie kann einem jederzeit aus den Fingern gleiten. Aber die Stärke, mit der du mich besiegt hast, ist einfach unerschütterlich. Lass mich dir aus tiefstem Herzen gratulieren. Bruder, brutal. Also, heftiger Kampf, heftiges Kampf im Let's Play. Ich habe echt kurzzeitig schon den Lose gesehen. Aber wir haben es geschafft.
Haha, obwohl ich ernsthaft ernst gemacht habe, musste ich eine Niederlage einfahren. Der Schüler übertrifft den Meister und erfüllt ihn mit Stolz. Hier, diese Ligakarte hast du dir redlich verdient. Sehr gut. Erhalten wir endlich Mestridge's seltene Ligakarte ganz genau. Sieht so aus, als müsste ich mit meinem eigenen Training nochmal bei Null anfangen. Haha. Boah, Alter. Liebling, kann das sein? Du hast wirklich verloren? Ja, ich verstehe nun, warum Deon Angst hatte, gegen ihn zu kämpfen in der wahren Form und warum auch alle anderen so geschockt sind. Liebling, kann das sein? Er hat sicher gesagt, Null. Ah, ihr seid alle hier. Meine Güte, jedes Mal, wenn ich dich in dieser Aufwachung sehe und du ernst machst, verliebe ich mich aufs Neue in dich. Ach, süß. Und Colin, was für eine fantastische Leistung. Zur Feier des Tages gibt es heute deine Suppe. Oh, nice. Ich wusste es, du bist kein stinknormaler Neuling. Willst du mein Meister sein? Naja, bleib mal lieber bei Mestridge, der weiß besser, wie es ist, ein Meister zu sein. Ich bin ja Champion, ich kann dich noch Meister machen nebenbei. Und bester Freund von Hop. Ist alles schwierig unter einen Hut zu bekommen. Ich bin kein bisschen überrascht. Ich wusste, dass du gewinnen würdest, Colin. Und du hast auch alles gegeben, Valoso. Er lebt sogar noch. Yeah. Weil, mit einem Leben. Colin. Ach, sagt er, sie jetzt nochmal. Also, ich sollte dir wohl gratulieren. Mach ich aber nicht. Soweit kannst noch, dass ich dich in den Himmel lobe. Ha! Aber es tat gut, dich gewinnen zu sehen. Das muss ich zugeben. Alter. Schließlich, ich dachte, es hätte sich gebessert. Schließlich hätte ich dich niemals besiegen können, wenn sogar der Meister ernst macht und nicht gegen dich ankommt. Aber beim nächsten Mal, dann wird es ein ehrlicher Kampf. Und ich werde nicht verlieren, klar? Ich werde wieder gewinnen. Ja, bleib mir mal so. Ich werde wieder gewinnen. Ah, du hast echt einen miesen Charakter. Du bist so schlimm wie ich. Ja, was hätte ich sonst sagen sollen? Ah ja, ist ja noch schlimmer gewesen. Oh, du bist dir deiner Charakterwünsche... warte mal. Oh, du bist dir deiner Charakterschwäche als bewusst zuvor. Ich hoffe, man sieht sich vielleicht wieder im zweiten DLC. Man weiß ja nicht. Könnte ja sein. Damit ist deine letzte Prüfung hier im Masdojo abgeschlossen. Ah, Meister, jetzt seid ihr wieder der Alte. Er hat sich seine Jacke wieder angezogen und seinen Hut, den er weggeschmissen hatte. Colin, schau doch hin und wieder mal vorbei, um erneut gegen mich zu kämpfen. So rosten wir beide nicht ein, sondern werden stetig stärker. Ich kämpfe nie wieder gegen dich. Es war gerade mehr Glück als Verstand, gegen dich zu gewinnen. Außerdem sind wir so besser für das Gerüstete, was uns noch bevorsteht. Also einen ähnlichen Treppenkampf hatten wir, glaube ich, im Kampfturm gehabt gegen, hier, Dings Deleon. Da habe ich mehrere Male verloren gegen ihn. Das ist das einzige Mal. Das war ja auch Bonus. Aber so Story oder DLC-bedingt zu verlieren, hatte ich noch nie gehabt, glaube ich. War krass. Wäre ja fast dazu gekommen. Irgendwann wirst du verstehen, was ich damit meine. Du darfst gespannt sein. Meint er denn mit dem zweiten DLC vielleicht? Aber jetzt lasst uns erstmal alle zurück zum Dojo schlendern. Jawohl, ja. Haben wir es geschafft, Leute. Der DLC ist abgeschlossen. Wir können nun optional nochmal gegen ihn kämpfen. Und könnten das Dojo noch mit Watt vervollständigen. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Friseursalon da drin. So Ende jetzt da perfekt. Da weiß es jeder noch. Und wir haben einen schönen Trinkautomaten am Start. Sowie eine gute Bindung zwischen allen, die dort leben. Wir gehen mit Stolz und verlassen mit Stolz dieses Gebiet hier. Wie gesagt, Leute, ich komme vielleicht nochmal zu dem Bonuspart zurück und werde nochmal die restlichen Watt hier reinpumpen. Denn man kann nochmal gegen Inia spielen, gegen die Frau wirklich. Das geht aber nur, wenn du halt eben viele Watt hier ins Dojo investierst. Und das dauert halt recht lange. Wäre zwar cool, macht Sinn, das vielleicht zu machen, um dann halt euch das zu zeigen. Oder ist halt was Sehenswertes und nicht irgendwie nochmal so ein random Item, was man bekommen kann. Das interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Aber ob es das wert ist, dass ich mich jetzt nochmal hinsetze und da jetzt Ewigkeiten fahre, weiß ich noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Meister besiegen könntest. Wenn er ernsthaft ernst macht, dann bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allerhärteste Training des Dojos zu absolvieren. Das Focus-Sparing. Ach, das? Was? Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. Focus-Sparing. Okay, also erstmal heilen wir meine Pokémon. Okay, ich würde jetzt mal gerne wissen, was Focus-Sparing ist. Ob das relevant ist, ob man das vielleicht machen sollte. Und jetzt ist ein Polygon. Ach, ich kann mich hinsetzen und sogar zugucken, ist mir gerade aufgefallen. Noch nie gemacht, das war auch gerade eher Zufall. Na gut, hast du dir verdient, Pause zu machen. Das Polygon ist neu hier. Pori. Hat dieses Pokémon dein Interesse geweckt? Hortensio hat da gesagt. Jo, schon. Ich wusste, dass du ein Auge dafür hast. Das ist das virtuelle Pokémon Porygon. Es wurde mit Hilfe neuester Technologie. Es ist das. Aber mit allen Ecken und Kanten ist es auch ein Kind. Blablabla. Und egal. Ihr könnt es euch durchlesen und pausieren. So, euer Vorteil. Okay, kurz gesagt, dieses geniale Pokémon spiegelt quasi die Entwicklung der Menschheit wider. Es kommt nicht oft vor, dass jemand gegen Dead gewinnt, wenn er richtig ernst macht. Das ist also ein Geschenk. Es ist das Geschenk angebracht.
Oh, wir haben Porygon erhalten? Nice. Ich habe mich nämlich schon gefragt, ob man Porygon erhalten kann. Wahrscheinlich nur über diesen Weg vielleicht. Im DLC zumindest. Und wir haben ja die beiden Discs sogar. Um es zu verstärken. Und nein, wir haben noch nicht Porygon eingetragen bekommen. Perfekt. Virtuell Pokémon. Es ist weltweit das erste künstliche Pokémon, das dank neuester Technologie mittels Computerprogramm erschaffen wurde. Das ist sehr interessant bei Porygon, das wusste ich schon. Das erste aus Menschenhand, vor allem aus Programmierhand erschaffene Pokémon. Kümmere dich gut um Porygon und ergötze dich am technologischen Fortschritt der Menschheit. Auf jeden. Ja, interessant. Gut, also. Lust auf ein Kämpfchen? Nee. Komm einfach wieder, wenn du deine Meinung änderst. Ich laufe nicht weg. Zumindest meistens nicht. Kein Bock auf ein weiteres Kämpfchen. Ich möchte jetzt nur ganz fix mal reden, was dieses Focus-Sparing sein soll. Hey Colin, Lust auf eine Runde Focus-Sparing? Gern, was ist das? Ja, was ist das? Bei Focus-Sparing beschränkst du dich auf Pokémon eines bestimmten Typs und trittst mit ihnen in Pokémon-Kämpfen an. Zuerst musst du einen Typen auswählen. Danach entscheidest du dich für maximal 3 Pokémon, der diesem Typ angehören. Es können weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Okay. Wenn du mit diesem Team 5 Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das Sparing erfolgreich abgeschlossen. Sobald du allerdings einen Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du nur 2-mal die KP deines Pokémon wiederherstellen. Nutze diese Möglichkeit also mit Bedacht. Es wäre auch schon alles, also wie sieht's aus? Nein, danke. Es sei denn, man kann damit vielleicht die andere Form von Balloso triggern. Das wäre natürlich ziemlich nice. Aber das lassen wir ausstehen, Leute. Dann hätten wir es geschafft in dem DLC. Ein extrem langer Bonuspart zum Ende. Es war aber auch ein heftiger Kampf. Wir hatten nicht die perfekten Pokémon gegen ihn, das gebe ich zu. Einige Pokémon waren sehr, sehr schwach. Also er hatte einige Hard-Counter gegen mich. Ich hatte aber auch einige Counter gegen ihn. Es war ausgeglichen. Am Ende konnten wir es mit genug Heilen gegen ihn schaffen. Es war aber auch gegen die Meister, gegen die wir gekämpft haben. Also ist das in Ordnung. Vielleicht, wenn noch ein nächster Part kommen sollte, werden wir auf jeden Fall bei Enea das Dojo vervollständigen und gegen sie kämpfen. Sollte es nicht machen, ist der DLC für hier abgeschlossen. Und wir sehen uns beim nächsten DLC, wahrscheinlich das letzte Mal hier in Pokémon Schwert und Schild, wieder, bevor wir das Spiel dann offiziell AD sagen. Es geht ja auch bald schon los, deswegen passt das, Leute. Also lange müsst ihr nicht mehr warten. Euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich zum nächsten Tag, zum nächsten Part oder zum nächsten Projekt. Ciao.